Lustwandeln wie zu Caspar David Friedrichs Zeiten. Darum geht es am 5. September, dem 250. Geburtstag des Malers. Bei der Stadtwette Dresden gegen Greifswald, Wohn- und Schaffensort gegen die Geburtsstadt des Jubilars. Und zwar hat uns Greifswald, seine Geburtsstadt, zu einer Stadtwette herausgefordert. Wer versammelt die meisten Menschen im Romantiklook auf den Marktplatz? Nur wie soll es aussehen, das Kostüm für alle Mitspieler, ob auf dem Marktplatz von Greifswald oder dem Neumarkt in Dresden. Bei den Männern Weste, Zylinder, vielleicht ein Spazierstock. Dann hatte ja Caspar David Friedrich einen Backenbart. Und wenn man den im Original hat, dann ist es bestens, aber man muss sich nicht unbedingt einen Backenbart wachsen lassen. Es geht auch aufgemalt oder als Bartperücke. Bei den Frauen ein langes Kleid mit Schultertuch, Hochsteckfrisur und Schutenhut. Wer keinen Schutenhut bei sich im Kleiderschrank hat, der kann auch einfach einen Sonnenhut nehmen und den zusammenbinden mit einem Schleifenband. Auch das wird schon gezählt. Auch MDR1 Radio Sachsen und der Sachsenspiegel sind mit dabei, weiß Moderator der Wette auf dem Neumarkt Silvio Czarke. Wir werden natürlich den ganzen Tag über immer wieder gucken, was macht Greifswald. Wir werden natürlich nach Greifswald mal schalten, um zu gucken, wie viele sind denn dort zusammengekommen. Immer in der Hoffnung, dass wir triumphieren können und sagen können, ey, bei uns sind es mehr. Das werden wir machen. Wir werden im Programm natürlich über Caspar David Friedrich berichten, auch seine Wirkungsstätten. Wenn Dresden verliert, muss Oberbürgermeister Dirk Hilbert eine Stadtführung moderieren. Ebenso umgekehrt Bürgermeister Stefan Fassbender in Greifswald. Übrigens, die schönsten Kostüme werden prämiert. Man darf gespannt sein auf den 5. September.